Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema, wie dein Stoffwechsel funktioniert. Immer wieder ist es das Thema, das liest man immer überall oder ich werde auch gefragt, was ein Grund sein kann, dass jemand nicht weiter abnimmt oder dass es nicht funktioniert, wie es sein soll oder wie es geplant ist. Immer wieder dieser Spruch, ja, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. So. Der Einzige, der einen eingeschlafenen Stoffwechsel hat, ist ein Toter. Der hat einen eingeschlafenen Stoffwechsel. Das kann man schon mal so sagen. Sonst hat ein Mensch keinen eingeschlafenen Stoffwechsel. Ich habe letztes Jahr diese Spiroergometrie machen lassen. Das heißt, diese Sauerstoffmessung in Ruhe. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, um festzustellen, wie viel Körperfett ich habe und meinen Grundumsatz, wie viel Kalorien ich verbrauche. Und genau aus diesem Grund, weil ich wissen wollte, nach 6 Monaten Diät, 6 Monate lang Defizit, ja, wollte ich wissen, wie gut ist mein Stoffwechsel noch drauf? Was macht der so? Ja? Wie viel Kalorien verbrennt mein Körper in Ruhe, wenn ich nichts mache, ohne Arbeit, ohne Sport, nur gechillt auf der Couch liegen? Und ich habe diese Messung machen lassen, die sind sehr genau. Ich durfte 14 Stunden vorher nichts essen, nur ein bisschen Wasser trinken, keinen Sport vorher machen und dann muss ich da 15 Minuten oder 20 Minuten in Ruhe liegen mit Licht aus und dieser Maske auf und dann wird man ganz ruhig gemessen. Dazu haben die dann auch meine Daten genommen, Körpergewicht, Körperfett und so weiter. Und da kam raus, ich hatte ungefähr 2300 Kalorien Grundumsatz, 2300. Und ich habe damals nur noch gewogen 85, 86 Kilo, also 10 Kilo weniger als jetzt. 2300 Kalorien gegessen habe ich aber zwischen 1800 und 2000 Kalorien schon sehr lange. Ja? Das heißt, ich war deutlich, deutlich, deutlich unter meinem Grundumsatz. Bin aber auch 5-6 Mal die Woche zum Sport gegangen. Und in dieser Auswertung stand auch drin, wie viel Kalorien ich möglichst verbrauchen sollte, damit man sagt sozusagen, ja, dein Stoffwechsel ist gut drauf. Und ich glaube, mein Stoffwechsel wäre gut drauf gewesen bei 2080 Kalorien oder sowas. Ja? Da hätte man gesagt, okay, dein Stoffwechsel ist okay. Und ich war ja bei 2300. Das heißt, ich habe 200 Kalorien mehr Verbrauch gehabt, als ich nach Alter, Größe, Gewicht hätte haben müssen. Das heißt, mein Stoffwechsel war mega gut drauf. Nach 6 Monaten Diät im Defizit. Es gibt aber auch Leute, die ihren Stoffwechsel wirklich was runtergefahren haben. Aber das sind immer wieder die Kandidaten, die Hardcore-Crash, ich habe nicht überlegt, FDH frisst die Hälfte, ich esse morgen gar nichts mehr, Scheiße praktizieren. Das sind Leute, die 1000 Kalorien, 800 Kalorien, 500 Kalorien essen, wo der Körper denkt, KZ-Style, morgen ist zu Ende, das war es für mich. Da fährt der Stoffwechsel was runter. Und selbst da muss man eins sagen. Was heißt runterfahren? Ja, runterfahren, das kennen wir alle, was wir so sagen, dass der Körper sich anpasst. Was passt der denn an? Der, wie soll ich das sagen? Der macht auch alles ein bisschen gechillter. Das kriegt ihr gar nicht so mit. Also, wenn ihr quasi weniger Energie habt, wenn der Körper weiß, er muss besser haushalten, dann seid ihr einfach auch nicht so, ja, das also alleine schon, ich glaube, ich habe das mal gelesen, wenn jemand ADS hat und der ist so hibbelig und den ganzen Tag ist der so immer nur so in Bewegung. Der verbrennt irgendwie 500 oder 1000 oder mehr Kalorien mehr hat der Verbrauch als einer, der ruhig ist. Selbst wenn die beide sonst in der Schule sind oder arbeiten oder sonst das vergleichbar ist. Das heißt, allein schon durch hibbelig sein kann man schon mehr verbrennen. Das wird der Körper schon mal reduzieren. Dann machst du alles ein bisschen gemütlicher, alles ein bisschen langsamer, ja. Und da hat er schon Kalorien eingespart. Also, der Stoffwechsel, der pennt so schnell nicht ein. Und dieses Runterregeln, also wie gesagt, der Körper macht alles. Ich hab mich letztes Mal mit jemandem im Fitnessstudio unterhalten, der auch professionell auf die Bühne geht, der wirklich Ahnung hat. Und ich habe ihn gefragt, wie tief er schon mal mit den Kalorien gegangen ist. Und er hat gesagt, er war schon mal bei 1300 Kalorien. 1300 und der ist aber das Doppelte von mir, ja? Also ein richtiger Ochse. Und der hat 1300 Kalorien gemacht, kurz vor dem Wettkampf. So, ich war bei 1800, also ich habe mehr gegessen als der bei weniger Muskulatur. Und er sagte, es war dann so krass mit den 1300 Kalorien, der hatte sein Auto geparkt, war irgendwo in der Stadt und wusste dann nicht mehr, wo er das Auto abgestellt hat. Da könnt ihr mal sehen, was da los ist. Das heißt, das Gehirn fährt richtig runter. Das Gehirn braucht ja
50% Energie zieht sich das Gehirn ja rein, der Rest ist der Körper. Und da seht ihr mal, wie das ist, also was das heißt, Stoffwechsel fährt runter. Euer Stoffwechsel wird in der Regel nicht runtergefahren sein. Und wenn ihr es trotzdem mal wissen wollt, wo euer Kalorienstand ist, wie euer Stoffwechsel ist, ja, dann könnt ihr ja hingehen und entweder macht diese Geschichte Spiroergometrie, was ich gemacht habe, dass halt der Sauerstoff in Ruhe gemessen wird und der wird vorher auch gewogen und Körperfett und sowas, dann wisst ihr ganz gut, wie viel Körperfett habt ihr, wie viel Muskulatur, wie viel Grundumsatz habt ihr in Ruhe, das kann man machen. Oder ihr könnt auch Körperfett messen lassen über einen Kaliper oder über eine gute Körperfettwaage, wo man auf den Füßen steht und die Hände gleichzeitig festhält, dass halt der ganze Körper mit Strom bearbeitet wird. Ja. Dann habt ihr nämlich auch, wie viel Muskulatur, wie viel Gewicht, weil das Gewicht alleine nie ein guter Indikator ist. Wenn ihr im Internet irgendwie so Kalorienrechner eingibt und dann gibt er ein 1,90 Meter, männlich, 30 Jahre, 100 Kilo, dann spuckt er was aus, aber was heißt denn 100 Kilo? Der eine hat die 100 Kilo bei 8% Körperfett und der andere bei 28% Körperfett. Das sind 20% Unterschied. Das sind ein paar hundert Kalorien Unterschied. Ja? Also, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht zum Doc gehen wollt oder es nicht so eine Waage habt oder sonst was, dann ist einfach mit dem Essen, was ihr jetzt esst, ja, wenn ihr gerade nicht in der Diät seid, aber ihr habt vielleicht vor, das zu machen und ihr wollt wissen, wie viel Grundumsatz, dann langsam das Essen, also erstmal aufzuschreiben, was jetzt aktuell ist. Und übers Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten, FDDB und wie die alle heißen, die Seiten, wo man Essen eingeben kann. Und dann seht ihr, wie viele Kalorien das habt. Und wenn ihr dann seht, was ihr esst, dann kriegt ihr ungefähr raus, wie viele Kalorien esse ich aktuell. Die meisten Leute wissen dann gar nicht, was sie aktuell essen. Fitnesstypen schon eher, Leute, die nicht zum Sport gehen oder die keinen Kraftsport treiben, eher weniger. Die essen einfach nach Hunger, muss auch nicht verkehrt sein. Und dann geht ihr halt langsam mit den Kalorien hoch, bis ihr merkt, oh, jetzt wird die Hose ein bisschen enger. Oder macht das wie ich mit Maßband, einmal die Woche, Sonntagmorgen, auf nüchtern Magen. Und wenn ihr dann merkt, jetzt wird es ein Zentimeter mehr oder zwei, das sind keine Muskeln, das ist Fett und Wasser, ja, dann wisst ihr, okay, das ist die Obergrenze. Also ab hier werde ich dick, ja, oder nehme ich zu. Dann geht ihr halt 200 Kalorien Kleinschritt wieder runter. Und dann wisst ihr, okay, das ist mein Grundumsatz. Also das ist das, was ich an, Grundumsatz stimmt ja nicht. Wenn ihr einen normalen Tag habt natürlich, dann habt ihr ja vielleicht Arbeit, Sport, alles mit drin. Also dann ist es euer Gesamtumsatz. Dann wisst ihr aber, das ist die Kalorienmenge, bei der habe ich Steady State. Also bei der ist mein Körper gleichmäßig. Gehe ich drüber, werde ich zunehmen. Es sei denn, ich würde auch überproportional mehr Sport machen oder mehr Arbeit haben. Dann würde ich das wieder verbrennen. Und gehe ich drunter, dann beginne ich abzunehmen. Ja, das ist natürlich wichtig für eine Diät, dass ich dann weiß, bei wie viel Kalorien nehme ich zu, bei wie viel Kalorien nehme ich ab und auf welches Kalorienmaß gehe ich, zum Beispiel nach einer Reduktionsdiät, später wieder zurück, damit ich weiß, okay, auf das Maß möchte ich wieder hin. Ich habe zwar schon meine Diät mit 3000 angefangen, ja, habe ich nicht abgenommen, bei 2,8 habe ich nicht abgenommen, bei 2600 habe ich nicht abgenommen und bei 2,4, 2,5, da hat der Körper gesagt, okay, nehmen wir mal ein bisschen ab. Das heißt, ich kann zwischen 2,8 und 3,000 essen, ohne weiter zuzunehmen. Wenn ich über 3,000 Kalorien esse, egal wie sauber das Essen ist, also Clean Eating, ja, dann werde ich fett. Dann werde ich einfach fett, egal wie gut das Essen ist. Also weiß ich, wenn ich mit meiner Diät zu Ende bin, dann werde ich langsam in 200 Kalorien Schritten wieder hochgehen und werde mich irgendwo zwischen 2,800 und 3,000 Kalorien später einpendeln und weiß, okay, das ist dann erstmal mein Bereich, von dem aus ich nicht dicker werde. Okay? Also, wie gesagt, euer Stoffwechsel, der pennt so schnell nicht ein, wenn ihr nicht mega Crash oder Hardcore Sachen gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, teilt das Video. Bis dahin alles Gute, ich bin raus. Ciao.